Hey Leute, ein Kind, das Ende deines Lebens und drei Punkte, die du beachten solltest, wenn du dich dazu entscheidest, ein Kind in diese Welt zu setzen. So, heute möchte ich mal über Kinder reden, weil ihr wisst vielleicht, ich habe noch keine Kinder und deswegen möchte ich jetzt nochmal drüber reden. Weil wenn ich dann Kinder habe, dann werde ich wahrscheinlich solche Videos nicht mehr machen. Weil Kinder, habe ich gemerkt, ist es immer ein sehr, sehr empfindliches Thema bei Menschen. Und da will einem jeder irgendwie was reinreden. Und deswegen möchte ich lieber jetzt mal über Kinder reden, wenn ich noch keine habe. Falls ich später mal welche habe, rede ich dann nämlich wahrscheinlich nicht mehr viel drüber, beziehungsweise über mein Kind. Werde ich dann nicht in solchen Videos reden. Da kriegen ja schon Leute, die ihre Kinder vegan ernähren, ein Problem. Aber das habe ich natürlich nicht vor. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Mir ist mal aufgefallen, jetzt gerade wo ich nach Sri Lanka gekommen bin, und allgemein, was Kinder anbelangt, was Kinder wirklich brauchen. Also ich wollte auf die drei Punkte eingehen. Erstmal die Selbstverantwortung einmal, wenn man sich dazu entscheidet, ein Kind zu bekommen, was das bedeutet, dass man Verantwortung übernimmt. Das ist so der erste Punkt, da möchte ich gleich drauf eingehen. Und der zweite Punkt ist, was für Ängste hast du eigentlich zum Beispiel, wenn du ein Kind in die Welt setzen möchtest, was spielt da so mit? Eben, das ist auch was im Titel des Videos so. Hey, das Leben ist vorbei, was ja viele bei uns denken, wenn man ein Kind bekommt. Und der dritte Punkt ist eben so, was möchtest du dem Kind eigentlich mitgeben? So, für das Leben, was möchtest du dem weitergeben? Und ja, vermitteln, genau. Und als ich nach Sri Lanka eben gekommen bin, das erste ist mir erstmal aufgefallen, die Leute leben noch viel mehr mit den Kindern. Es ist selbstverständlich, dass die irgendwie, wenn wir waren da im Hostel, die ganze Familie lebt unten einfach in dem Guesthouse, haben drüber ein Zimmer, das sie vermieten. Und die Kinder sind immer bei ihren Eltern, hängen entweder ja, auf der Mutterbrust oder irgendjemand anderes nimmt es hoch. Egal so, jeder kümmert sich, da sind auch noch die Großeltern mit dabei und so weiter. Und bei uns ist ja wirklich so, hey, jeder, wenn du erstmal sagst, du willst ein junges Kind bekommen, dann ist jeder erstmal so, oh, hast du es gut überlegt? Und dann wird immer so getan, wenn man ein Kind bekommt, ist ja das Ende des Lebens so. Da gibt es ja nichts mehr so, da kannst du ja nichts mehr machen. Und auf den Punkt möchte ich mal eingehen, so, da mal ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Hier in den Ländern bekommt man es eben noch mit. Das heißt nicht, dass das Ende ist. Und ich kenne auch viele in Deutschland, die mit Kindern studieren, die mit Kindern eine Ausbildung machen, die mit Kindern arbeiten und so weiter. Und den wichtigen Punkt halte ich einfach, dass du auch fürs Kind wieder da bist. Viele sind einfach für ihre Kinder nicht da. So. Und hier ist es wirklich so, hey, wenn das Kind schreit, dann nehmen die das auf den Arm. Und das Eigentliche ist aber immer, finde ich, das Bewusstsein dahinter. Warum nimmst du jetzt das Kind in den Arm so? Bei uns ist es nur so, das Kind wird oft, also ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber es ist oft halt so. Und es ist nicht immer so. Und es ist keine Verurteilung oder so. Es ist nur, kann sein, kann Grund sein. So. Und oft wird das Kind nur auf den Arm genommen, weil es jetzt schreit so, damit es dann ruhig ist, damit es nicht mehr nervt. Und nicht einfach so aus Interesse, hey, so hier wird das Kind so oft, auch nicht immer so, oft einfach in den Arm genommen, weil es halt, ja, weil sich da jemand fragt, hey, was ist los so, warum schreist du so, was ist los, wie kann man dir, ja, helfen, wie kann man dir was Gutes tun, so. Da geht es wirklich so um die Liebe oder um den Zusammenhang halt zum Kind, so. Und da ist immer jemand für das Kind da, auch wenn es gerade nicht die Eltern sind. Und wenn das Kind schreit, dann wird es in den Arm genommen und es wird sich darum gekümmert. Und nicht nur, dass es so, oh, schon vorher zum Beispiel, wenn, auch in Deutschland so, und die Eltern sind dann irgendwo im Bus unterwegs oder so, dann haben sie vorher schon Angst. Oh, jetzt, wenn das Kind schreit, dann ist es dem Kind total, ist es den Eltern total peinlich so. Dann fängt das Kind an zu schreien und mein Kind ist laut und so. Und dann wollen sie einfach nur, dass das Kind still ist, weil es peinlich ist oder was auch immer. Es geht dabei gar nicht ums Kind, so was los ist oder, ja. Und dass man da wirklich mal mehr das Bewusstsein wieder
Und dann so, hey, sich um das Kind zu kümmern, warum will ich denn ein Kind in die Welt setzen? Und mal von diesen Glaubenssätzen von anderen Menschen loslässt. Und dann zu diesem Thema Verantwortung zu übernehmen. Wenn du ein Kind in die Welt setzt, dann entscheidest du dich dazu, ja, die nächste Generation heranzuziehen. Und dann bist du in der Verantwortung, ein Leben in die Welt zu setzen, das einen Ticken diese Welt hier besser macht als vorher. Nicht, dass du ein Leben schon mit schlechteren Grundvoraussetzungen in die Welt setzt als vorher. Viele Eltern zum Beispiel, bei uns ist ja das Einzige noch, was du in der Schwangerschaft machst, um das neue Leben hier vorzubereiten mit einem gewissen guten Umfeld. Das Einzige ist ja vielleicht noch, dass sie in der Schwangerschaft Alkohol weglassen oder weniger rauchen oder sowas. Aber schon weit vorher, wenn du dich dazu entschließt, ein Kind zu bekommen, solltest du schon weit vorher, ein Jahr vorher, bevor du überlegst, ein Kind in diese Welt zu setzen. Das haben auch schon immer Naturvölker gemacht. Die haben sich gereinigt, die haben sich darauf vorbereitet, sowohl mental als auch physisch einfach den Körper gereinigt. Und die haben gefastet vor sowas. Die haben den Körper gereinigt, haben sauberer gegessen. Und all sowas ist heutzutage wirklich so reduziert worden auf, oh, dann trinke ich keinen Alkohol mehr. Und das geht aber viel, viel weiter eigentlich. Wie willst du denn ein Kind großziehen, wenn du dem irgendwie schon in der Kindheit irgendwelche denaturierte Nahrung gibst? Was für eine Möglichkeit gibst du einem Kind, wenn du dem in der Kindheit schon irgendwelche denaturierten Fette, industriell verarbeitetes Salz und so weiter gibst? Zuckerautomaten in Schulen so. Jetzt rein vom Staat her sollte das schon nicht erlaubt sein, dass man irgendwie in Schulen Zuckerautomaten aufstellt oder halt Cola, Softdrinkautomaten, keine Ahnung, Chips, denaturierte Fette. Was eigentlich, das ist für einen Erwachsenen ungesund. Kinder sollten später, wenn sie erwachsen sind, können sie sich dazu selbstständig entscheiden. Aber sowas sollte eigentlich nicht in Schulen stehen. Und wenn der Staat nicht diese Verantwortung übernimmt, dann solltet ihr diese Verantwortung übernehmen und eurem Kind eine gute Grundlage geben und dem gutes Essen mitgeben. Und da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Das Essen ist das Benzin so. Ich sag auch nicht, wenn ich mir ein Auto kaufe, ey, ab und zu mal ein bisschen anderes Benzin schadet nicht. Nein, das ist immer noch, ist und bleibt das falsche Benzin so für diesen Körper. Und industriell verarbeteter Zucker, Salz, Fette ist nichts für Kinder so. Softdrinks sind nichts für Kinder so. Das ist und bleibt das Falsche. Das ist der falsche Treibstoff so. Und da muss man die Kinder nicht, wenn man gutmütigerweise meint, die Kinder verzichten sonst auf sowas, auf was das denen schon so früh geben. Das ist jetzt vielleicht ein harter Vergleich, aber man kann das wirklich damit vergleichen. Ich gebe meinem Kind auch nicht Heroin oder irgendwelche Drogen, Koks, weil ich sage, hey, komm, das ist ein geiles Gefühl. Oder Alkohol, ich gebe meinem Kind auch nicht Alkohol. Da ist noch der Menschenverstand heutzutage da, dass das nicht gemacht wird, auch nicht in der Schwangerschaft. Aber das sollte auch bei Zucker und Softdrinks vorhanden sein. Genau. So. Und das ist mal ein Punkt so. Das Bewusstsein, die Verantwortung zu übernehmen, bevor man ein Kind bekommt, bevor man sich dazu entscheidet und dann dazu, dass das Leben dann vorbei ist. Wie gesagt, das Leben ist nicht vorbei, wenn man ein Kind bekommt. Heutzutage ist halt wirklich so viel in der Gesellschaft, diese Glaubenssätze, gerade jetzt in Deutschland, damit verbunden. Hey, ich bekomme ein Kind und dann ist das Leben vorbei, dann muss ich mich darum kümmern, ich muss dann Geld verdienen und was weiß ich, damit das Kind eine gute Voraussetzung hat, so. Dem Kind ist es egal, wie teuer das Spielzeug ist. Das Wichtige ist für ein Kind, dass du da bist, dem Kind die Liebe, die Aufmerksamkeit und die Fürsorge bietest, dass du da bist wirklich für das Kind. Das Kind erinnert sich nicht daran, dass du ihm ein 5.000 Dollar Spielzeug gegeben hast, was nicht schlecht ist, was du machen kannst. Ist völlig in Ordnung, einem Kind schöne Spielsachen zu kaufen. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass du deinem Kind die Aufmerksamkeit schenkst. Das Kind merkt sich, ob du da gewesen bist. Das Kind fühlt, ob du anwesend bist oder ob es eine Belastung für dich ist. Und das schwingt überall mit. Ein Kind merkt es, wenn du
das als Last siehst. Ein Kind merkt, wenn du denkst, irgendwie das Leben ist vorbei, weil du dich jetzt um das Kind kümmern musst. All das bekommt das Kind unterbewusst oder bewusst mit. Und auch wenn du dich streitest und so weiter, wenn irgendwas bei dir nicht im Einklang ist, das Kind bekommt es auch schon im Mutterleib mit, wenn es nicht erwartungsvoll empfangen wird. Und all das solltest du dich mal fragen, diese Glaubenssätze, dieses Bewusstsein erlangen, zu hinterfragen, hey, bin ich da für mein Kind, möchte ich für mein Kind da sein? Und wenn ich für das Kind da bin, wie gesagt, guck mal, als Kind, du hast dir irgendeine Fantasiewelt aufgebaut. Das kennst du vielleicht, du spielst irgendwo mit irgendeinem Stock oder so. Ich habe es hier gerade erst wieder irgendwo Kinder gesehen, die irgendwie mit einem Regenschirm spielen oder mit irgendeiner Ameise auf dem Boden. Du baust dir eine riesen Gedankenwelt in deinem Kopf auf. Auch wenn du ein Buch liest oder so. Irgendwelche Fantasiewelten und so weiter. Das ist völlig egal, ob das eine Ameise ist, ob das ein Stock ist, ob das ein Spielzeug ist, das 5000 Dollar kostet oder Euro. Völlig egal. So. Das Kind, das möchte einfach sich entfalten können. Das möchte die Chance haben, sich entfalten zu können, sich entwickeln zu können, aufzublühen, was zu entdecken. Und dem Kind geht es nicht darum, wie viel materiellen Wohlstand es hat. Das Kind braucht einfach einen fürsorglichen Rahmen. Es braucht eine Sicherheit, es braucht eine Geborgenheit, es braucht ein Zuhause, ein wirkliches Zuhause. Du kannst in einer Villa ein Zuhause schaffen, genauso wie du in einem Strohhüttenhaus ein Zuhause für ein Kind schaffen kannst. Es ist dem völlig egal, sobald da ein geborgenes Umfeld ist. Und dein Kind merkt sich, ob du irgendwie auf was verzichtest, weil du jetzt nicht dein Leben auslebst oder weil du nicht studierst, weil du jetzt ein Kind hast. All das kannst du trotzdem machen. Nimm das Kind doch mit. Es gibt so viele Menschen, die heutzutage mit Kind studieren und so weiter. Genau. Also, Thema Verantwortung, das Bewusstsein entwickeln. Und dann als zweiten Punkt diese Ängste, wie gesagt, die viele haben, was ich jetzt auch schon angesprochen habe. Die Ängste, dass das Leben dann vorbei ist, das ist Unsinn, das sieht man hier auch immer mehr. Die Leute machen ihr Leben einfach weiter. Das Kind ist dabei, völlig normal, bei allen Alltagsgeschichten. Auch Menschen, die ich kennengelernt habe auf Reisen oder sonst wo, die ein bisschen alternativere Leben führen, zum Beispiel die mit dem Kind auf Reisen sind, die Kinder schreien auch nicht so viel. Wenn da wirklich immer jemand da ist, das Kind, ist es nicht normal, dass ein Kind ständig schreit und irgendwie rumquengelt. Das sieht man hier auch total selten. Die Kinder sind den ganzen Tag mit dabei. Da ist auch mal laut nebendran, da fährt ein Auto vorbei und so weiter. Das Kind fängt nicht zu plärren an. Oder irgendwie eine Busfahrt und alles ist laut und kracht und alles eng. Die Kinder, die sind seelenruhig auf dem Arm von den Müttern. So. Weil immer jemand für das Kind da ist und die Leute kümmern sich um ihre Kinder. Und seien es nicht die Eltern, dann seien es auch immer jemand aus der Familie, der da ist. Und bei uns wird ja schon auch, viele Großeltern sind ja heutzutage schon so drauf, so, dass es das Enkelkind irgendwie eine Belastung ist. Sonst hat sich jeder immer mehr gefreut. So. Und heutzutage ist ja bei vielen Eltern schon so, oh ja, aber wir kümmern uns da nicht drum, wenn du dich dazu entscheidest, so früh ein Kind zu bekommen. Und ja, überlegt euch da wirklich mal, was habt ihr da für ein Umfeld, was wollt ihr dem Kind mitgeben, wenn ihr ein Kind in die Welt setzt, so. Willst du dem Kind irgendwie das Gefühl mitgeben, wenn es noch nicht mal geboren ist oft, so dass es überhaupt nicht gewollt ist in dieser Welt so? Und es kriegt ein Kind kriegt es sehr wohl auch schon im Mutterbauch mit. Und es sind einschneidende Erlebnisse. Ein Kind merkt, ob die Eltern sich streiten. Ein Kind kriegt auch von der Außenwelt was mit. Und ein Kind merkt, wenn die Mutter Ängste hat in Bezug auf das Kind, auf die Zukunft. Egal auf was, das ist noch verbunden mit der Nabelschnur, mit dem Kind. Alle Ängste, die die Mutter hat, werden direkt an das Kind weitergegeben. Auch sowas wie Essen dann zum Beispiel, das wird dann direkt über die Nabelschnur ans Kind auch weitergegeben. Das ist einfach eine Verantwortung, die man da hat, wie gesagt. Und auch diese Ängste als zweiten Punkt, die gibt man weiter. Und auch in der Familie, wenn ihr in der Familie das euren Eltern dann erzählt oder irgendwie dem Umfeld und es da nicht gewollt, dann überlegt euch, wann ihr das erzählt und wie ihr das erzählt, wie ihr das vermittelt
ob nicht dann das Kind nur zusätzlich noch mit irgendwelchen Ängsten belastet wird von den Familienmitgliedern, die dann meinen, hey, ihr sorgt nicht richtig dafür. Schaut, dass ihr ein geborgenes Umfeld für dieses Kind schafft. Und in der Welt heutzutage gibt es viele unbewusste Menschen und auch von Verwandtschaft, von Freunden, egal wer das ist, jeder, der mit dem Kind in Kontakt kommt, projiziert irgendwas auf das Kind und möchte ihm irgendwas plötzlich beibringen und meint irgendwie ist es besser. Bei uns im Grundgesetz ist noch ein Recht auf Erziehungsfreiheit gegeben. Es ist ein Recht darauf gegeben, dass du dein Kind erziehst, wie du das möchtest und mitgibst, wie du das möchtest. Auch in der Schulbildung und so weiter. Und ja, das würde mich auch freuen, wenn du da mal drüber nachdenkst, über diese Dinge. Wann möchtest du, wenn du vielleicht auch schon schwanger bist oder überlegst, ein Kind zu bekommen, wann möchtest du da irgendwie, wie sehr möchtest du dein Kind in Kontakt bringen mit irgendwelchen negativen Glaubenssätzen und so weiter, die das Kind belasten können? Anderer Punkt ist noch, wenn du ein Kind in die Welt setzt, dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass du anfängst zu lernen. Du kennst es vielleicht, du warst als Kind selber noch viel glücklicher als jetzt, vermutlich. Als Kind musst man noch irgendwas anstellen, damit du unglücklich bist und schlecht drauf bist. Heutzutage als Erwachsener ist es oft eher umgekehrt. Man muss schon irgendwas machen, damit du mal gut drauf bist. Und wir können von Kindern noch so viel lernen. Anscheinend, was das glückliche Leben anbelangt, sind Kinder ja noch viel weiter oder haben gewisse Dinge noch nicht so verloren wie wir. Und vielleicht kannst du, wenn ein Kind wieder geboren wird, wieder lernen, glücklicher zu leben. Und das Wichtigste auch, wenn du ein Kind auf die Welt bringst, das Wichtigste ist, dass du dich um dich selbst kümmerst. Weil wenn du gut drauf bist, das ist das, was du dem Kind mitgibst. Wenn du dich nicht richtig um dich selbst kümmerst, du spiegelst dem Kind, dass du schlecht drauf bist. Das Kind sieht, wie du drauf bist. Das Kind sieht, wie du reagierst. Das Kind sieht, dass du nicht glücklich bist. Und wenn du nicht glücklich bist, das bekommt das Kind mit. Du kannst nichts Besseres machen, als deinem Kind mitzugeben, wie man glücklich lebt. Und wenn du es schaffst, glücklich zu leben, das Kind saugt es auf, glaub mir, das Kind kommt viel besser später im Leben zurecht. So, also, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist Zeit zu lernen und Zeit, sich um dich auch zu kümmern. So, weil das ist das, was das Kind mitgibt. Du kannst dem Kind erzählen, Rauchen ist scheiße, dir gleichzeitig eine Kippe anstecken. Die meisten Kinder von Rauchern werden auch Raucher oder sie werden Anti-Raucher, die dann da auch ein Thema mit haben. So. Bei denen das auch negativ belastet ist. So. Und die Kinder sehen, was du machst und machen das nach. Kinder lernen durch Nachahmung. Und aus deinem Mund können sonst irgendwelche scheinheiligen Worte kommen, wenn das nicht das ist, was du machst. Dann macht das Kind das auch nicht. Das Kind beobachtet und macht die gleichen Dinge. So. Und das ist deine Verantwortung, die du übernehmen solltest. Das ist das, was du einem Kind mitgeben kannst. Einfach die Möglichkeit, in einem geborgenen, in einem geschützten Rahmen aufzuwachsen. Ich hoffe, da sind ein paar Anreize für dich mit dabei. Und wenn du schon Kinder hast, wird es mich interessieren, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Einmal, was diese Glaubenssätze angeht. Auch wenn du schon ältere Kinder hast, würde es mich besonders interessieren. War da was in der Vergangenheit zum Beispiel bei deinen Kindern? Was für ein Gefühl hattest du als Mutter, Vater, als dein Kind auf die Welt gekommen ist? War das Kind willkommen? War das Kind in deiner Familie willkommen? War das Kind bei deinen Freunden willkommen? Und im allgemeinen Umfeld, sonst wer auch immer das gewesen sein soll, der im Umfeld mit dem Kind in Kontakt war. Genau. Also das würde mich sehr interessieren, schreib da mal wirklich, was du da für Erfahrungen gemacht hast und wie sich das Kind heutzutage entwickelt hat, ob man das vielleicht noch rückschlüssig sehen kann,
dass da gewisse Prägungen, Ängste sind, allein zu sein, Ängste sind, ja, nicht genug zu bekommen, nicht genug Liebe oder was auch immer. Genau. Ja. Ansonsten war es das. Macht's gut und schöne Grüße aus Sri Lanka. Ciao.